Sie sind bunt, laut und voller Energie. Die Melodie geht zum Leben. So schnell geht ihnen nicht die Puste aus. Das ist Druckluft mit Frontmann Florian Hertel. Die Band mit den Blasinstrumenten ist aus dem Karneval nicht mehr wegzudenken. Und hier am Kardinal-Frings-Gymnasium in Bonn fängt alles an. Er gilt als der Papa der Band, Instrumentallehrer Erhard Rau. Der 62-Jährige entdeckt die Talente im Juniororchester. 2009 gründet er dann Druckluft. Auch die Band Querbeat hat er schon groß rausgebracht. Ich gründe Zirkusfamilien. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar für solche Bands oder auch solche Begegnungen zu haben. Ich selber habe keine Kinder. Deshalb sage ich immer, muss ich mir die selber suchen. Und das ist mir hier wirklich auch ein Stück weit wirklich gelungen, so ein Konzept zu machen, was eben sehr familiär ist. Und ja, da stecke ich, glaube ich, auch sehr viele Energien rein, die ich sonst vielleicht als Familienpapa in eine Familie stecken würde. 5 Jahre lang formt Erhard Rau die insgesamt 12 Jungs und Mädels, bis sie schließlich in der Musikbranche Fuß gefasst haben. Dass sie es so weit schaffen, hätte Florian Hertel nie gedacht. Das ist ja jetzt noch so, wenn Anfragen reinkommen. Jetzt letztes Jahr haben wir zum ersten Mal bei Jeck im Sonnenschein gespielt auf der Mainstage in Bonn. Dann stehen da 20.000 Leute. Also es hätte mir vor einem Jahr, hätte ich mir das selbst noch nicht geglaubt, dass das mal wahr wird. Von daher, das ist passiert jeden Tag so viel neu. Und wenn man sich, jetzt hatten wir letztes Wochenende 18 Auftritte in 3 Tagen. So, und das ist einfach auf dem Papier jetzt schon, wenn ich es jetzt lese, denke ich so, 18 Mal, das ist einfach krass. Also von daher, man muss sich jeden Morgen zwicken, aber es ist einfach das beste Gefühl der Welt. Mittlerweile zieht die Band von Veranstaltung zu Veranstaltung. Vor allem in der Karnevalssession ist der Kalender voll. Für den 27-Jährigen immer wieder der Wahnsinn. Man ist voll im Tunnel, aber diese Reaktion der Leute, also es ist einfach wie eine Droge. Also diese Stimmung ist einfach unbeschreiblich. Und deswegen gibt es für uns nichts Schöneres. Dieses Mal stehen 4 Auftritte auf dem Plan. Stopp Nummer 1, Bonn, Heimspiel. Die Band kommt gut an. Druckluft sensationell. Die sind einfach wie Querbeat, die kommen aus der gleichen Musikschule, unfassbar gut. Richtig gut, die machen immer Stimmung und bringen dementsprechend das Herz für Karneval mit. Allein mit der Musik, die ganzen Instrumente, das ist schon was Besonderes. Super, alles was aus Bonn kommt, ist klasse. Ja, richtig, immer wieder gerne gesehen. Na mega war die, mega, ja, wirklich gut. Und wie war der Auftakt? Boah, gut. Also wir waren der Opener. Ist immer, wenn man als Erster spielt bei einer Veranstaltung unter der Woche abends. Die Leute müssen noch ein bisschen so in Schwung kommen. Alle sind gerade angekommen, jetzt gerade bei dem Wetter. Unsere Crew fährt schon weiter zum nächsten Gig. Doch, aber es war super cool. Also wir, wie gesagt, ab dem ersten Ton sind wir voll drin und genau, hat Spaß gemacht. Und dann geht's auch schon weiter. Die Auftritte sind eng getaktet. Da verliert die Band selbst schnell mal den Überblick. Ich weiß nicht, wie so eine Achterbahnfahrt irgendwie. Man ist irgendwie, springt immer nur von einem Ort zum nächsten, wieder rein in den Bus, raus, irgendwo wird man rausgeworfen und springt dann wieder vor einer riesen Menschenmenge und überall feiernde Leute. Das ist irgendwie, ist echt sehr intensive Zeit. Nach einer kurzen Stärkung geht's weiter auf eine Sitzung nach Troisdorf. Die Band ist pünktlich, die Veranstaltung verzögert sich. Etwas Zeit, um durchzuatmen und Bandmitglied Philipp Monschau zu feiern, denn er wird an diesem Tag 27 Jahre alt. Ist immer schön. Ich habe das ja jetzt die letzten Jahre schon ein paar Mal gehabt, dass wir irgendwie Auftritte hatten und ich Geburtstag hatte. Und ja, ist eigentlich immer ganz schön. Man ist halt ja, mit den Leuten zusammen, mit denen man ja auch sonst feiern würde. Und dann gibt es immer ein bisschen Kuchen. So kann man sich auch die Wartezeit vertreiben oder auch so. Habt ihr irgendwelche Rituale vor so einem Auftritt? Ja, wir hatten mal versucht, irgendwie so ein Hände alle zusammen und irgendeinen Spruch, aber die Sprüche wurden immer schlechter und dann haben wir es auch gelassen. Deswegen Ritual ist, hoffentlich sind alle da. Ja. Aber also wir haben keins. Dann wird's Zeit für ein neues. RTL West! Na, da kann ja nichts mehr schief gehen. Ab geht's auf die Bühne. Ich bin eine Disco-Akrobat. Wenn ich für Ton auf Religious nur nicht tanze bis zum Schluss, ja, ich fühle es. Ich bin eine Disco-Akrobat.
Und nach dem Auftritt ist genau vor dem Auftritt. Nur von der Musik kann Druckluft noch nicht leben. Wenn die Bandmitglieder nicht gerade auf den Bühnen des Landes unterwegs sind, studieren oder arbeiten sie. Ein Traum für alle, einmal in der lachenden Köln-Arena zu spielen. Jetzt geht es aber erstmal hier vors Publikum auf einer Damensitzung in Fürth. Ein Highlight der Band ist übrigens die Röhrentrommel. Geschafft. Zeit, müde zu werden, ist aber keine. Einen Auftritt hat die Band noch vor sich, bevor es dann ab ins Bett geht. Wir sind Druckluft. Dankeschön! Das Adrenalin kickt noch so hart. Das heißt, bis 2, 3 Uhr liegt man da eh wach zu Hause, wenn man die ganze Zeit so, ja, irgendwie on fire ist. Aber irgendwann, man muss halt lernen, das sich selbst ein bisschen zu regulieren. Aber es ist schwer, ich krieg's auch nicht hin. Also von daher, man lebt im Film. Ein Film, der am besten nie enden soll. Die Puste geht der Band Druckluft jedenfalls nicht so schnell aus. Die ganze Jahr auf nach auf da. Ich bin ne Disco-Akrobat. Wenn ich zur Ton auf Levisus und ich tanze bis zum Schluss. Ja, ich fühle dich. Ich bin ne Disco-Akrobat.